Es werden beide Namen von mir verwendet. Mein richtiger Name und mein Geburtsname Eteri Davidian wird missbraucht und verwendet und dafür versuchen sie mich zu sperren. Ja, weil sie das jahrelang in irgendwelchen Fake-Portalen verwenden und Datenmissbrauch begehen. Ja, sie sind der Meinung, ich bin machtlos, sie hat mich richtig. Ich werde sie nicht mehr los. Hatte meine Flüge gecancelt. Also wirklich, ne, beim Start, Vorteilsbeziehung läuft für den. Eure Eltern sagen euch, macht was aus euch, bildet euch, geht gut arbeiten, seid fleißig, macht irgendwas. Nix. Aus dem Nichts taucht so eine Hu auf. Und zeigt euch, was sie alles kann, ohne sich bilden. Wenn es aus mit Bildung, aus mit Arbeit, aus mit allem, sagte sie ja zu mir. Das läuft. Letztens möchte ich eine Sache sagen. Ich habe weder eine große Familie, noch war ich irgendwie ein Mitglied von den Uiguren-Clan. Sie hoffen immer noch, dass ich Selbstmord begehe. Ich kriege immer noch Liebesbriefe, wie sehr sie hoffen, dass ich endlich Selbstmord begehe. Und ich habe noch nie so etwas Widerwärtiges gesehen. Sie versuchen immer, mich anzufassen und ich bin so angeekelt. Das ist vielleicht ein Grund, um Selbstmord begehen zu können, wenn so ekelhafte, widerliche Wildschweine versuchen, einen anzufassen und die Kleidung und alles mit Chlorix vollquatschen. Und dann diese Beamten, ne? Ganz liebe Küsse an euch. Ich liebe euch so sehr. Ich liebe euch ganz doll an diese Beamten, die für sowas kleine Kinder ficken. Versteht ihr, ne? Ich bin noch. Also diese Sharks belästigen mich jetzt mittlerweile seit 2 Jahren und seit 2 Jahren. Sie schreiben mir sogar Briefe von Polizei aus, wie sehr sie das krass finden, dass ich wie ein Nokia-Handy bin und immer noch lebe. Ja, sie sind so stark. Keine Sorge, das wird nicht gemeldet. Wenn wird's gemeldet, um mich mundtot zu machen, aber es wird auf jeden Fall weder von der Polizei noch von sonst jemand ernst genommen, deswegen keine Sorge. Ich habe keine Vorteilsbeziehungen. Mir wird ganz viel schlechte Sachen passieren. Ihnen nicht, mir ja. Auf jeden Fall, diese ganze Falschbeamten, die meine Wohnung betreten haben, ohne Durchsuchungsbefehl, ich danke euch allen und ich hoffe, die kleine minderjährige Ho ist endlich mit den Griechen. Also, ich habe jetzt an euch alle eine Frage. Ihr nehmt sehr viel Gewicht ab, ihr kümmert euch, dass ihr schön werdet für euch selbst, ihr geht Vollzeit arbeiten, Schule, lasst euch bilden, habt Hobbys wie Basketball, Bildung, Shakespeare-Bücher und so weiter. Und dann kommt so ein richtig hässlicher Shark, am besten aus irgend so ein ungarischen Land und sieht wirklich sehr unattraktiv aus und macht dann so bei euch. Ich will dich anfassen. Ich werde dich anfassen und die Polizei wird dich noch anzeigen und dich noch dafür bezahlen lassen. Ja, danke nochmal an die Polizei. Das war sehr angenehm. Ich kriege voll die Selbstmordgedanken bei sowas. Wirklich. Richtig, danke übrigens an die Polizei, dass ihr Zwangsprostitution auf jeden Fall verherrlicht. Entweder haben die selber vor denen Angst, ansonsten kann ich mir das nicht erklären, wie ich seit 2 Jahren Anzeigen mache und sie noch zu mir sagen, mit mir stimmt etwas nicht. Nein, es stimmt was mit mir nicht. Wie kann es sein, dass ich es nicht mag, dass man mich anfasst, dass mich hässliche, stinkende Drogensüchtige anfassen wollen und ich wehre mich dagegen? Das geht nicht. Nein,
Doch nicht in Deutschland. Da ist Pädophilie sehr hoch angerechnet. Und auf jeden Fall kommen wir des Weiteren. Wenn Leute nicht an dich rankommen, dann finden sie Wege, an dich ranzukommen. Sie zerstören sogar dein ganzes Leben aus Neid. Und versuchen noch dir zu erklären, was für eine bessere Form sie von dir selber sind. Wegen einem kleinen Spaß, die wird euer ganzes Leben zerstört. Für diese Covid-Clans gibt es auf jeden Fall zwei Welten. In der normalen Welt leben wir alle. In ihrer Welt ist alles Korruption und Vorteilsbeziehungen. Sie können dein ganzes Leben zerstören und die Polizei klatscht und applaudiert denen noch dabei, weil sie das tun. Denn sie sind ja alle Gänsekunden, ne? Ach so, das hat sie auch gesagt, ja. Das hässliche Entlein ist jetzt ein wunderschöner Schwan. Ich bin der wunderschöne Schwan. Wir sind die wunderschönen Schwäne, nicht du. Du darfst jetzt nicht mehr im Social-Media-Bereich existieren. Jetzt bist du schön genug, dass wir deine Bilder noch weiter missbrauchen. Jetzt darfst du nicht mal eine Identität haben. Du darfst nicht mehr du selbst sein. Wisst ihr? Und ich bin nicht mal schön oder so. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere. Aber. Und auf jeden Fall, egal wie weit das jetzt geht, sie schreit und schreit die ganze Zeit. Ich hab dich gepfiehlt. Ich hab das mit dir gemacht. Ich hab dich getötet. Du bist gesellschaftlich tot, aber du kommst in meine Gesellschaft niemals rein. Das ist das Problem. Da kannst du so viel deine Musik machen, die in sämtlichen Ländern gesperrt ist. That's the model. Lasst mich überall rein. Sie ist das Model. Ich liefere sie aus. Ja, ich darf jetzt rein und bei den ganz Großen mit Champagner trinken. Oh, wegen ein Rapper-Cork, wegen ein Rapper, for the one rapper's dick here, fuck it up 2 years my life. And I don't talk with him. Yes, he making fake profile of the prostitute sites and he talk when he it's me. Yes. So Leute, meine Seele ist noch nicht verkauft, aber die Sharksware ist auf jeden Fall aktiv. Mir wird auch immer mitgeteilt, was, dass er jede Minute, wirklich jede Minute, für normale Menschen ist das nicht vorstellbar. Der sitzt jede Minute so da und denkt sich, jetzt mache ich ihr das Leben richtig zur Hölle. Ja! Denn dafür kriegt er umsonst. Auf jeden Fall unglaublich, so eine alte Milf fickt mit irgendeinem Jüngeren. Und ich werde auf der Straße besprungen, angegriffen und geschlagen und meine Sachen werden zerrissen, weil sie, um ihn kennenzulernen, meine Bilder verwendet hat. Ganz geil, ne? Da hast du dich ja schön aus der Affäre rausgeschlichen, du Mistgeburt. Brutal, ne? Sie denkt wirklich, die sind wirklich der Meinung, ich will in ihrer Welt irgendwie cool sein oder mich interessieren diese Sharks und so ein Scheiß. Ich bin Jüdin, nur so damit ihr es wisst, und mich interessiert das ein Scheiß, das Ganze. Ja, also mich interessieren die überhaupt nicht. Mich interessieren diese Leute alle nicht. Aber jedes Mal gibt's Stress und.